Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen unsere Karriere weiter mit Bilbao. Ja, es hat sich einiges geändert heute. Nicht ganz freiwillig, aber es hat sich hier einiges geändert. Wie ihr merkt, ich habe mal ein anderes Intro, ich habe ein anderes Auto, beziehungsweise ich habe es anders machen müssen. Und zwar hat sich heute mein Schneidelaptop verabschiedet, der quasi alles drauf hat, also dieses Intro, Outro, das so wie ihr das gewohnt seid. Ich komme momentan an die Daten nicht mehr dran. Ich hoffe, dass ich doch mal irgendwie eine Möglichkeit habe, den zumindest laufen zu kriegen, vielleicht die Daten des Intros, Outro rüberzuziehen. Alles andere ist dann erstmal unwichtig. Ja. Des Weiteren werde ich erstmal, solange das noch nicht läuft, mit Share Factory arbeiten, quasi mit der Schneider-App, die auf der PlayStation 5 ist. Ich habe Gott sei Dank noch einen Gaming-Rechner, der quasi aber kein Schneideprogramm auf dem drauf hat. Das muss ich mir immer noch mal besorgen. Das kann ich aber erst frühestens in 2 Wochen schaffen, weil dann mein Gehalt kommt. Ich fahre in knapp 4 Wochen Urlaub und ich brauche das Geld, was ich jetzt gerade noch übrig habe. Wie dem auch sei. Vorher geht es momentan nicht möglich. Ich werde nicht momentan nicht mit meinem Laptop arbeiten. Ich werde viel über das Share Factory Programm arbeiten. Geht aber toi 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 auch. Seht es mir also ein bisschen nach, dass wir jetzt momentan ein bisschen improvisieren können. Ich hoffe, dass wir, das war soweit, alle Videos oder das, was ihr kennt, die Qualität, die Menge, dass ihr das hinbekommt. Ja, auch Assassin's Creed geht hoffentlich bald weiter. Ich schaffe es momentan einfach tatsächlich nicht aufzunehmen, weil ich jetzt gerade wieder in FIFA sitze. Demnächst auch noch mit Hogwarts Legacy weitermachen will und ja, Formel 1 will ja auch noch irgendwann kommen, ne? Also, ja, seht es mir bitte momentan nach. Tut mir leid, dass es jetzt einfach gerade erstmal so ist. Ich hoffe, es geht. So. Na gut, auf geht's mit FIFA. Heimspiel Sevilla. Ja, genau. So, Roche geht jetzt erstmal für ein Jahr. Na, Salzburg. Sainz möchte nach Gladbach. Soll nach Gladbach gehen? Ich habe da aber schon abgelehnt, ne? Ja, das werde ich auch weiterhin tun. Ich brauche ihn als Alternative auf den Positionen. Deswegen erstmal. Gut, gehen wir rein in Sevilla. Gegen Sevilla. Deswegen. Ah, so, jetzt muss ich gerade ein bisschen gucken. So, Majoral. Der Silva spielt jetzt erstmal auf der Bank. So, Rittstor. Da, der Richt. Ich brauche jetzt mal. Genau, Sainz soll ein bisschen auf der Position. Sainz soll ein bisschen auf der Bank. Nicht auf der Bank, aber. Ja, Libre ist ja noch verletzt. Warte mal, wer spielt denn da? Rodriguez kann leider nur zeigen, das Mittelfeld. So, ich muss nur gerade ein bisschen rotieren. Ich muss jetzt gucken, habe ich eine Alternative nicht auf der rechten Seite? Habe ich niemanden auf der rechten Seite? Ich schau mal nicht, ne? Okay, ich brauche definitiv einen Rechtsverteidiger. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Haben wir noch Geld? Frage. Ich habe gerade keine Alternative. Deswegen wird Vidal erstmal auf der Position spielen. Aber ich muss jetzt gerade schauen, ob ich. Die Transferfenster ist leider zu, ne? Das ist das Problem. Wie haben wir denn eine Kohle noch dabei? Ja, gut, okay, das hat sich schon erledigt. Alles klar, dann ist es scheiße. Warte mal, eine Alternative wäre vielleicht möglich. Ich brauche eine Alternative. Ich brauche einen Schnellschuss jetzt. Gerade wenn sich jetzt Gustavel verletzt. Das wäre scheiße. Freie Spielerliste. Aus Spanien. Ich brauche jetzt einen Rechtsverteidiger. Ich hoffe, dass jetzt irgendwas auf der Liste ist. Defensive. Brauchen wir nicht offensiv zu gucken. Da ist was. Miguel Fuentes. Aber die Frage ist, ja, wird wahrscheinlich. Das ist auch nicht gut genug. Das sind wahrscheinlich alles nicht gute, keine guten Spieler.
Ja, ist jetzt halt leider nicht anders möglich. Ich brauche jetzt unbedingt. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Warte, von den Werten her wird mir gerade auf. Wir gucken mal, aber kriegen. Ich brauche schließlich einen Rechtsverteidiger. Akzeptieren wir? Akzeptieren wir? Keine Freigabe, sind wir beginnen? Ich muss den Bonus rausnehmen. Dann wäre es. Ich will eigentlich. Dann könnt ihr theoretisch mehr Geld kriegen. Aber es wird wahrscheinlich nicht. Das wird er nicht annehmen. Doch, wird er. Also es war jetzt eigentlich mehr oder weniger nur ein Konvinter-Schnellschuss. Freier Spieler verpflichtet, weil ich brauche dringend einen Rechtsverteidiger auf der Position. Das war jetzt kein. Ist sogar ein A-Transfer. Ablösefrei, ja, vor allen Dingen. Das ist ein 65er. Naja, wie gesagt, es ist besser, als jetzt erstmal gar nichts auf der Position zu haben. Deswegen ist es jetzt tatsächlich. Er will sogar direkt von heute von Beginn an spielen. Mal gucken, was er kann. So, weiter geht's. Gut, okay. Spielen wir. Nein, ich wollte nicht spielen. Nein, ich wollte nicht spielen. Williams ist heute im Mittelpunkt, denn im letzten Spiel war Rein es theoretisch ohne Ende. wollte ich auf. Naja, ist egal, jetzt ist es Hallo, liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß, zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Athletic Bilbao gegen FC Sevilla. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor, Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen und Iñaki Williams spielt im Sturm mit Borja Mayoral. Da haben wir die Aufstellung des FC Sevilla. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Ich hatte gerne meinen 90er mal heute präsentiert, aber ich brauche jetzt habe ich Gott sei Dank einen Rechtsverteidiger an Bord. Na gut. Schauen wir mal, was unsere Truppe so kann. Bilbao hat Anstoß. Muniain. Muniain, gut gemacht von Das Fernando. gibt Das war, Einwurf. wenn er da durch gewesen wäre, vielleicht wirklich was drin gewesen. Merino! Sind sie da? Guter Block. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Richtig gut vom Torwart. Den hat er Wäre, glaube ich, abgepfiffen worden. Es sieht alles nach dem Titel für sie aus, auch wenn sie noch einige Spiele vor der Brust haben. 16 Punkte Aber Vorsprung. So souverän, wie sie in dieser Spielzeit bisher auftreten, da fällt es wirklich schwer zu glauben, dass sie nochmal einbrechen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Das wird auch die letzte Karriere sein, das wisst ihr. Er ist zur Stelle. Habe ich euch schon mal gesagt, weil ab Ende September, 29. September, kommt aus der EFC raus.
Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Gozabel. Ball kommt in die Mitte. Und damit ist der erste. Und dann ist es das 1-0. Ich habe letzte Saison immer hier an dieser Stelle gegen Sevilla verloren. 0-1. 3-4, Entschuldigung. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein. Und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Sevilla ist hinten, Spiel geht weiter. Ja, Iñaki natürlich, wer auch sonst. Also 1-0 auf jeden Fall für uns. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion. Denn er hört ja auf, Uschi. So schade das auch ist. Na, war es okay. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den kannst du nicht ersetzen, Wolf. Ganz wichtiger Mann, nicht nur spielerisch, auch fürs Teamgefüge. Konnte der Trainer immer bauen, konnte sich immer auf ihn verlassen. Der war immer da. Jetzt ist Schluss. Oh ja, Sabal. Oh ja, Sabal. Wartet einen Moment. 2-0. Jetzt führen sie hier also mit 2. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Da ist vielleicht Platz für Sevilla. Also Borja wieder mit dem Tor, mit dem 2-0. Ciro Immobile. Das macht er sehr gut. Borja Mayoral. Euer Sabal. Tja, wo ist die Lücke? Mayoral, und das ist genau das gleiche Prinzip. 3-0, 32. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und den Abschluss auch noch effizient. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. So. Schön durchgesetzt. Den Zweikampf führt er sehr gut. Acuña. Keeper hält, Ball ist noch im Spiel. Abwehr macht zu. Borja Mayoral. Der will ja wieder, der hat ja wieder so ein bisschen. Borja Mayoral. Was für eine Chance. Das ist 4-0. Drittes Tor. Klasse. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Also Borja mit dem Dreierpark heute. Wie gesagt, der möchte gerne wieder die Startformation. Also er hat ja die Startformation. Gozabel! Wer den man ja jetzt unbedingt verpflichtet hat. Abgezogen aus der Entfernung eine bessere
Ein 18-jährigen Spanier. Cisco heißt er. Heute noch nicht im Kader, noch zu kurzfristig gewesen. Aber soll ab der nächsten Partie eine Option sein. Zumindest für den Fall, dass da irgendwer. Dass da was passiert auf der Position. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. So, drei Schüsse, drei Tore von Bocha. Jetzt darf er. Klar ist Sevilla im Rückstand. Weiter geht's in diesem Spiel, wo die Fans jetzt. Da wollen wir was zeigen. Auf eine Aufholjagd hoffen. Hereingabe für Immobile. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Kepa. Merino. City hat sich einen neuen Spieler geholt. Und da sind wirklich alle begeistert, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ah, aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Ah, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie. Ich glaube, da wurde Ocampos gerade so noch gestoppt. Ball. Williams. Williams! Williams! Sevilla wechselt aus. Acuña. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Immobile. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Muni ein. Kürze geht's weiter. Das nächste Spiel der La Liga Santander steht an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen den FC Granada. Freistoß. Freistoß. Und das ist eine gute Position. Wechsel bei Sevilla. Freistoß für uns. Muniain. Gehalten, aber klar, das war eher ein durchschnittlicher Freistoß. Lukas Meja. Immobile hat den Ball. Und die Balleroberung, nee. Wichtig. Also Sevilla kriegt heute gar nichts auf die Reihe. Williams. So, für Sevilla nun weiter, Buschi? Ja, es geht gegen Leipzig im nächsten Spiel, im Achtelfinal-Hinspiel. Der Ball geht an den Pfosten. Bruno mit der Parade. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Und der Schuss geht genau. Leider kein Freistoß. Aber Vorteil halt. Oscar. Muriel am Ball. Sevilla über außen. Jetzt gibt's einen Einwurf. Jetzt gibt's noch gelb. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Bocha, Mann! Da wurde er im letzten Moment gestört. So, eigentlich haben wir alle Wechsel jetzt durch. Die werden wir jetzt auch durchziehen. Ja.
Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt könnte der Pass kommen. Das ist die Chance jetzt. Ich wollte doch zu Null. Ich wollte doch irgendwann mal zu Null wieder spielen. Und trotzdem trifft sie wieder. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann aus kürzester Entfernung Ciro Immobile mit dem Schuss. Ja, war das nicht Abseits sogar? Meiner Meinung nach war das sogar Abseits, oder? Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. 4:1 steht hier kurz vor Spielende. Eine ziemlich klare Angelegenheit. Wer ist ein? Da hat er die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Und das war unser Youngster, Dos Santos. Jetzt kommt die Ecke. Da wäre Platz für einen Konter. Immobile. Keine gute Aktion, deswegen hier der Schuss. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Manu Rau, gelb. Ball kommt in den 16er. Der Keeper mit dem Ball. Pass wird abgefangen. Muniain. Ne, möchte nicht. Und damit ist es durch. Kein Tor für uns in die zweiten Halbzeit. Die verlieren wir sogar mit 0:1. Aber mit der ersten Halbzeit sind wir 4:0. Gehen wir durch. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Mega-Leistung bei diesem Sieg. Ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel, aber... Ja, wartet einen Moment. So, dann haben wir das auch. Interview möchte ich gerade nicht. So, das nächste Spiel ist dann Granada, wenn ich richtig im Kopf habe. So, gucken wir mal. Ja, ich bin stolz auf dich. Hast du mal eine gute Situation gehabt? Gut, nächster Gegner ist Granada und da freue ich mich drauf, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei FIFA 23. Da geht's zum letzten.